vielen Dank, dass Sie wirklich so zahlreich auch gekommen sind. Und jetzt geht es gar nicht direkt um mich und gar nicht direkt um Trees of Memory. Jetzt geht es erstmal um Jan und seinen Baum. Und deshalb übergebe ich jetzt erstmal direkt an Heike. Hallo, ich möchte mich erst einmal bei unserem Bürgermeister Martin bedanken, dass er uns den Platz hier zugewiesen hat. Dann möchte ich mich bedanken bei Mario, dass er den Stein ins Rollen gebracht hat. Durch ihn bin ich erst aufmerksam geworden und fand es ganz toll. Ich finde den Einsatz von Mario klasse. Es müsste noch viel mehr solcher Menschen geben. Außerdem möchte ich mich bei den Berlinern bedanken. Für ihre Spende. Auch möchte ich heute einen ganz lieben Gruß an meinen Vater schicken, der leider heute nicht hier sein kann. Ich schicke ihm ganz viel Kraft ins Krankenhaus. Meinem Mann und meinem Sohn Jens will ich auch danken, dass sie zu mir stehen und noch nicht verzweifelt sind, weil ich wieder mal schwierig war. Ich liebe euch. Und jetzt möchte ich euch allen danken, dass ihr hier hergekommen seid. Das bedeutet mir sehr viel. Zuerst möchte ich hier die Kerzen anzünden. Davon bin ich durch Esther. Kommst du mal her? Diese Kerzen habe ich für meine Gruppe Suizid eines Kindes gemacht. Jeder Name auf der Kerze steht für ein Kind, das sich das Leben nahm. Leider können viele aus der Gruppe nicht hier sein, da sie zu weit weg wohnen. Aber mit den Kerzen sind sie alle da. Für mich gibt es keinen Zufall, es ist alles Bestimmung. Es soll so sein, dass ich so viele tolle Menschen mit demselben Schicksal kennenlernen durfte. Ich danke meiner Gruppe dafür. Hätte ich Astrid nicht kennengelernt, auch einen ganz lieben Dank, dass es dich gibt. Ich möchte euch Jan kurz vorstellen. Jan machte am 30.03.2015 seinem Leben ein Ende. Zu diesem Zeitpunkt war er 26 Jahre und hat an der Uni in Mainz studiert. Er wollte Lehrer werden. Leider hat er von mir die Depression geerbt. Aber leider lehnte er alle Hilfe ab. Er sagte oft, ich will nicht mehr leben. Ich habe ihm dann immer gesagt, Jan, sag doch sowas nicht. Ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Dann antwortete er mir immer, Mama, ist doch nur Spaß. Und als wir dachten, jetzt geht's ihm gut, beging er Suizid. Danach war nichts mehr, wie es einmal war. Und der ganze Leben veränderte sich. Wir mussten ganz von vorne anfangen. Nur ohne Jan. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das Thema Suizid aus dem Tabu kommt. Dass unsere Gesellschaft lernt, dass Depressionen sehr schlimm sein können. Sie können zum Tode führen. Bitte nehmt Depressionen ernst. Ich bin nur eine trauernde Mutter, aber bitte hört mich an. Man ist mit dem Thema sehr alleine und ich finde, das muss nicht so sein. Ich wünsche unseren Engeln im Himmel, dass sie dort gefunden haben, was sie hier auf Erden so schmerzlich vermisst haben, dass sie erlöst sind von ihren Qualen. Wir werden euch niemals vergessen. In unserem Herzen lebt ihr weiter. Jetzt wünsche ich uns allen ganz viel Kraft für das weitere Leben und dass der Baum der Erinnerung gut anwächst und viele Früchte trägt. Vielen Dank an euch alle.
steht jetzt Jans Baum der Esskastanie, weil er immer so gerne Esskastanien gegessen hat. Dieser Baum, der ab heute für Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte seine Wurzeln schlägt, soll immer an Jan erinnern. Und das Rascheln der Blätter wird immer auch ein bisschen von seinem Lachen in sich tragen. Dieser Baum erinnert an einen wunderbaren Menschen, der nicht mehr unter uns ist. Dieser Baum steht aber auch für eine tolle Freundschaft, für eine Liebesbeziehung und für ein verwandtschaftliches Verhältnis. Dieser Baum mahnt jedoch auch an die Hinterbliebenen, die von der Gesellschaft nur allzu oft mit Schuld überschüttet werden. Stigmatisiert und ausgegrenzt kommt zum Verlust, dessen Schmerz kaum zu ertragen ist, emotionale Kälte und Zweifel am Wert des eigenen Lebens. Doch was soll Schuld eigentlich sein? Wenn das Wort Schuld durch Verantwortung ersetzt wird, ändert sich die Perspektive. Als Hinterbliebene kann man unmöglich an den Suizidgedanken von Jan oder jedem anderen Menschen verantwortlich sein. Niemand kann die Verantwortung für Depressionen tragen, die durch den Mangel an diversen Botenstoffen entstehen und dadurch zu weiteren Veränderungen führen und letztendlich dann leider auch allzu oft zum Suizid. Da schlägt das Gehirn eine Lösung vor, die eigentlich keine Lösung ist. Kann daran ein Außenstehender Verantwortung tragen? Ganz sicher nicht. Wir Hinterbliebene haben mit einem Suizid lebenslänglich bekommen. Ein Schmerz, den man sich nicht vorstellen kann. Und wenn man nicht selbst davon betroffen ist, geht das vermutlich schon gar nicht. Und trotzdem gibt es Menschen, die uns anfeinden, als Mörder beschimpfen, uns verdächtigen, eine Opferrolle einzunehmen, die uns nicht zusteht. Und wir mögen doch jetzt einfach mal so weitermachen. Es ist ihre Art und Weise, mit dem Verlust, dem eigenen Verlust, dem eigenen Schmerz, dem eigenen Schock, dem Zorn fertig zu werden. Es lebt sich einfacher, Schuld zuzuweisen, das ist menschlich. Auch ich bin mir darüber bewusst, dass der Streit mit meinem Partner der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Doch ich war nicht derjenige, der dieses Fass gefüllt hat. Keiner von uns trägt die Verantwortung für Vorkommnisse im Leben eines anderen oder Krankheiten, die eben auch in den Suizid führen können. Am besten ist es natürlich erst gar keine Depression zuzulassen. Doch die Reichen und die Schönen zeigen uns, dass es keine Frage des sorglosen Lebens ist. Und wenn das Leben doch einmal in den Keller rauscht und es Nacht wird, was machen wir dann? Vielleicht können dann 5 Fragen die Gegenwart helfen zu verstehen und vielleicht lassen sich daraus auch neue Perspektiven gewinnen. Ich konnte mich mit diesen 5 Fragen tatsächlich aus der eigenen Psychohölle, wenn ich es mal so bezeichnen mag, ein Stück weit befreien. 5 Fragen, die ich mir auch heute noch jeden Morgen stelle und immer dann, wenn ich vor einer neuen Herausforderung stehe. Was genau verstehe ich nicht? Wie kann es besser werden? Was braucht es, damit es besser wird? Was würde helfen, es zu verändern? Und was ist sonst noch möglich? Die Antworten auf diese Fragen kommen zuverlässig durch einen selbst, durch Menschen, Situationen, Gespräche und unerwarteten Angeboten. Man muss sie nur als solche erkennen. Aber viel wichtiger, es braucht auch Mut, die Antworten in die Tat umzusetzen. Man muss radikal sein und man muss sich Menschen gegenüber verteidigen, die nie in unseren Schuhen gelaufen sind. Und die scheinbar wissen, was gut für einen ist. Hört auf das Gefühl, wägt jeden einzelnen Gedanken und jeden einzelnen Plan ab. Fühlt es sich schwer an oder grummelt es, dann lasst es bleiben. Fühlt es sich leicht an, dann macht es, auch wenn vernünftige Argumente dagegen sprechen. Deshalb stehe ich hier.
mit einem großen Ziel, das Hinterbliebenen, Depressiven und Menschen mit suizidalen Gedanken Trost spenden soll und viel wichtiger noch, etwas Mut und auch Hoffnung machen soll. Mut und Hoffnung, ein Leben zu führen, das in Einklang mit den eigenen Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen steht. Und gerade dann, wenn ein so schrecklicher Verlust das Leben in tausend Stücke reißt, ist es umso wichtiger, dem Leben einen neuen Sinn zu geben, anstatt den Trauer vereint die Hoffnungslosigkeit zu zelebrieren. Da steht nun Jans Baum und zeigt, dass wirklich alles möglich ist. Sogar das Knüpfen eines grünen Bandes um die Erde, das aus Liebe, Erinnerung, Mut und Hoffnung besteht. Jeder Baum soll in der dunkelsten Stunde auch zu einem Licht werden. Ein Licht, das wir oft nicht sehen, doch es steckt in jedem von uns. Macht euch auf die Suche und helft Freunden und Verwandten, wenn sie im Schmerz gefangen nicht weiter wissen. Versucht, ihre Perspektive einzunehmen. Akzeptiert, dass es Dinge gibt, die man selbst nicht nachvollziehen kann, und doch gibt es sie. Eine Umarmung und ein offenes Wort, ein offenes Ohr können dauerhaft helfen. Verurteilt die Menschen nicht, die suizidale Gedanken haben, und nicht jene, die am Schmerz zugrunde gehen. Keiner von uns hat es sich ausgesucht. Wenn wir zusammenhalten, kann jeder Mensch wieder gesunden und mancher kommt rechtzeitig wieder aus dem Tief heraus. Jan wird auch mit diesem Baum immer unter uns sein. Und mögen die frohen Gedanken mit diesem Baum und allen weiteren Bäumen der Erinnerung wieder Perspektiven schaffen, die ein anderes und trotzdem erfülltes Leben möglich machen. Zum Abschluss möchte ich noch eine Stelle aus dem Talmud zitieren. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden auch sie leben, denn sie sind nun ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Vielen herzlichen Dank.